Liebe Zuseher, im Bezirk Waidhofen an der Theier sollen die größten Windräder der Welt errichtet werden. 5 Windparks mit 40 Windkraftanlagen sollen hier entstehen. Wir haben uns ein wenig hier bei der Bevölkerung umgehört und gefragt, ob sie gefragt wurden und ob sie das überhaupt wollen. Ich selbst war letzte Woche auf der Gemeinderatssitzung ins Großsickert und es wird alles an den Bürgern vorbei manövriert. Man hat das Gefühl, dass da sehr viel Geld dahinter steckt, weil wenn man weiß, es bekommt ein Grundbesitzer 20.000 Euro pro Windrad auf 30 Jahre garantiert, somit hat sich der saniert, weil für einen Wald bekommt man nicht sehr viel. Die Windkraft hat nur 1,9% Anteil an der Gesamtenergieverbrauch Österreich, das heißt minimal. Wenn man die jetzt verdoppelt, das ist schon ein Wahnsinn, haben wir nur 3,8% Wirkung insgesamt mit der Windkraft. Wir müssen aber 64% Öl, Gas und Kohle ersetzen. Wie geht das mit der Windkraft? Das geht nicht. Und es geht hauptsächlich ums Klima, was ja auch wiederum eine Anforderung der Energiewende ist. Und deswegen ist es für mich unverständlich, große Windparks in Wäldern zu errichten, wo wir doch Wälder brauchen, um klimafit zu sein. Man hört diese Windkraftanlagen, die größten der Welt, in die Dörfer hinein, in die Siedlungen. Der Schattenwurf kommt in die Siedlungen. Und vor allem ist der Wald die letzte Rückzugsfläche für die Tiere. Ich habe vor kurzem gelesen, einen Artikel, dass wir unseren Seeadler wieder heimisch haben im Waldviertel. Und der Seeadler ist letztendlich auch unser Wappentier. Das Waldviertel ist das einzige Gebiet, sage ich einmal, ich kenne ganz Österreich und ich kenne ganz Europa, aber wo die Welt noch in Ordnung ist. Wir Waldviertler wollen eigentlich nicht, dass über unsere Köpfe hinweg entschieden wird. Wir wollen auch gefragt werden. Wir sind eine Demokratie und die Demokratie geht vom Volk aus.